Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Konjunktion Venus-Uranus im sechsten Haus, Spitze sechstes Haus. Und Venus-Uranus-Aspekte haben immer so den Beigeschmack von Freiheit, von Ausbrechen wollen, also sozusagen steht auch, Venus steht natürlich auch für das Verlieben und das wäre jetzt natürlich eine günstige Zeit, sich Hals über Kopf zu verlieben. Allerdings wird das nicht lange, nicht lange halten, denn Uranus ist ein Garant für Rasanz und das heißt, da ist ein schneller Partnerwechsel auch schon mal möglich. Wofür steht hier die Venus? Wofür steht hier Uranus? Zunächst einmal die Venus als Herrscherin des 11. Hauses, Spitze 11. Haus in der Waage, aber auch ein großer Teil des 10. Hauses steht in der Waage. Das heißt, hier können durchaus auch unsere Stazipaten-Freunde angesprochen werden. Die Venus ist gleichzeitig auch die Herrscherin des 6. Hauses, was von der Grundaussage zunächst einmal bedeuten kann, dass es sich hier um das Krankheitswesen handelt, fälschlicherweise auch Gesundheitswesen bezeichnet, dass es sich hier auch um die Arbeitsplätze handeln kann oder dass es generell bedeutet, dass es hier Schwierigkeiten, Probleme gibt. Sechste Haus steht auch dafür, kann aber auch bedeuten, dass es sich hier um große Nachdenkprozesse handelt. Uranus ist Herrscher des 3. Hauses, Spitze 3. Haus im Wassermann und markant ist, dass wir die Spitze des 3. Hauses auch auf Skorpiongraden sehen, was immer wieder eine schwierige Bedeutung hat. 1832 und das steht für eine Wirtschaft, Handel und Industrie, welche in einem Umbruchsmodus begriffen sind. Also das heißt, hier kommt es derzeit zu großen Veränderungen. Auf der einen Seite Spitze 3. Haus im Wassermann zeigt uns, dass hier jetzt immer mehr und mehr digital zum Einsatz kommt. Ich meine, das haben wir ja schon und die Skorpiongrade weisen eben auf diesen laufenden Veränderungsprozess hin, der hier auch mit der Konjunktion mit Venus angedeutet wird. Das heißt, wenn ich Venus als Europäische Union interpretiere, dann wäre hier die Wirtschaft, der Handel, die Industrie innerhalb der Europäischen Union in einem Krankheitszustand. Also das heißt, hier würde man vordergründig sagen, es könnte sich hier um Schwierigkeiten handeln. Wir können aber auch sehen, die Venus als Herrscherin des 11. Hauses und des 6. Hauses zusammengenommen, dass es hier um das Krankheitssystem in der Europäischen Union geht. Ja. Und hier haben wir dann mit Uranus einen neuen Zyklus der Veränderung. Und dieser Zyklus beginnt wann? Und zwar habe ich mir das ausgerechnet. Das ist von diesem 408-Tages-Horoskop der 325. Tag. Das heißt, wir haben hier die Auslösung am 21. November 2023. Verzeihung. Und das bedeutet, dass wir hier unter Umständen auf dem medizinischen Sektor, auf dem Krankheitssektor hier gravierende Veränderungen haben können. Was dann das 3. Haus damit zu tun hat, naja, das könnte zum Beispiel Kommunikation, Verbreitung, mediale Berichterstattung bedeuten. Nämlich bemerkenswert ist, dass mit 11. Haus, 3. Haus und 6. Haus die beiden Merkurhäuser 3 und 6 und das Merkurhaus in der Erhöhung, nämlich durch Uranus beherrscht, angesprochen werden. Also das heißt, wir haben es hier auch um ein sehr stark geistiges Horoskop zu tun, auch wenn die Venus im Stier sehr irdisch ist. Wo findet die Konjunktion statt? Die findet auf 16 Grad 44 statt und ich würde sagen, das passt zur Venus optimal, denn von 15 Grad bis 17 Grad 30 haben wir Waage gerade, also das heißt, an sich eine
stark venusische Besetzung, was natürlich die Sache jetzt noch ein bisschen verwirrender macht, weil auf der einen Seite haben wir mit Venus im Stier die irdische Venus, auch betont durch das sechste Haus, das Jungfrauhaus, würde von der Triplizität her passen, zweites, sechstes Haus, aber gleichzeitig auf Waage gerade wird dann das siebente Haus, die Waage, angesprochen, was dann wieder ein harmonisches Verhältnis zur Besetzung elftes Haus gebe, zum Uranus. Also das heißt, eine sehr widersprüchliche Botschaft steckt hier drinnen, denn die irdische Venus, die Stier-Venus, hat zum 11. Haus ein natürliches Quadrat, aber die luftige, die Waage-Venus, hat zum 11. Haus wieder eine gute Beziehung. Venus-Waage zu Uranus-Wassermann-Beispiel würde zum Beispiel bedeuten, dass man eben sich im Freundeskreis sehr, sehr wohl fühlt, dass man unter Gleichgesinnten sozusagen gut aufgehoben ist. Also das heißt hier, dass hier auch, wie sagt man, gute, vielleicht sogar Liebesbeziehungen im Freundeskreis stattfinden können. Eben die Waage Venus. Aber wir haben es hier, ja, wir haben es hier mit beidem zu tun. Also für mich ein bisschen eine widersprüchliche Aussage. Von der Grundbedeutung her würde ich am ehesten sagen, vom Gefühl her, dass dieser Aspekt Venus-Uranus-Konjunktion uns einen Zyklus anzeigt, der sozusagen eine Art Revolution auf dem Gebiet der Medizin auslösen wird. Könnte durchaus auch bedingt sein durch die Ereignisse der nächsten Monate. Also das heißt, hier ist noch lange nicht alles gegessen und wir sehen, dass es hier noch einen langen Weg geben wird, auch wenn Spitze 6. Haus auf Waagegraden steht, das heißt auch wenn hier 15 Grad 18 sind Waagegrade, auch wenn hier sehr diplomatisch vorgegangen wird, erkennen wir doch eindeutig, dass es hier zu rasanten Veränderungen kommen wird. Interessant ist auch, weil du weißt, ich habe immer so ein bisschen ein Auge auf das Thema Blackout, von dem ich immer wieder gesagt habe, er kann nicht kommen, bestenfalls regional. Warum? Weil sie bauen hier alles auf ihrem digitalen Geld auf. Wenn sie sich selber den Strom abschalten, dann schalten sie auch gleichzeitig das digitale Geld und das digitale System aus und die Folgen wären nicht absehbar. Ja? Also das heißt, es kann vielleicht regional zu einzelnen Ausfällen kommen. Interessant ist nur, dass in dem Horoskop Spitze 11. Haus, weil das 11. Haus steht natürlich auch für die Stromversorgung, für Computer, für technisches Gerät. Und das 8. Haus vom 11. Haus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ist immer das 6. Haus. Und hier haben wir denselben Herrscher, in dem Fall dieselbe Herrscherin Venus. Könnte das auf einen möglichen Stromausfall um den 21.11. hindeuten, möglich wäre es. Ja, das Horoskop erachtet es hier als möglich. Ob es so kommen wird, weiß ich nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich hier sehe, dass eine Verbindung zwischen 11. Haus und dem 8. Haus vom 11. Haus, dem Zusammenbruch des Stromnetzes, hier drinnen steht. Ja? Ist einmal hier angedeutet. Wir sehen weiters, was für uns von Relevanz ist, dass die Spitze 4. Haus in den Fischen steht und Neptun als Herrscherin des 4. Hauses an der Spitze 4 steht, wenn auch im 3. Haus, aber Herrscher von 4 gilt dann natürlich für 3 und für 4. Ja? Und das bedeutet leider wiederum große Unklarheiten, großes Wunschdenken, ja, es tut mir leid. Viele werden es bis zum letzten Atemzug nicht ganz durchschaut haben, was da gelaufen ist, aber was soll man da machen? Es ist, wie sagt man, Hopfen und Malz, das ist Gott erhalte oder so irgendwie, oder verloren, glaube ich, verloren sagt man, Hopfen und Malz. Und hier haben wir dann eben die Auslösung wegen der Opposition zum 10. Haus ab dem 11. Juli. Ab dem 11. Juli sollte irgendein stark beeinträchtigendes Ereignis stattfinden. Ich kann dir nicht sagen, welches das sein wird. Ich sehe nur hier die Opposition Neptun auf das 10. Haus. Das heißt, wir haben ab dem 11.7. bis zum 18.5., solange dieses Horoskop dauert, eine starke, vernebelnde Beeinflussung. Also das heißt, hier dürfte ab dem 11.7. so richtig das Blendfeuerwerk angeworfen werden. Naja,
Also das heißt, da erkennt man schon ein bisschen was heraus. Wir sehen 1, 2, 3, 4, oder sagen wir korrekt, sind es ja nur 1, 2, 3 Planeten im vierten Haus und Neptun nahe der Spitze des vierten Hauses. Das heißt, in diesem Horoskop hat das vierte Haus herausragende Bedeutung. Wir haben nicht nur den Geburtsregenten Jupiter im vierten Haus wegen Aszendent Schütze. Und zwar haben wir hier die ersten drei Grade angesprochen, ein Grad im Schützen, das heißt, hier beginnt offensichtlich ein neuer Zyklus, was gut zu der Konjunktion passt. Das heißt, hier ein Konjunktionshoroskop mit dem Neubeginn eines Zyklus mit ein Grad Schütze angezeigt, passt. Wir sehen hier aus diesem Aszendenten heraus, es ist sehr aufgeregt, die Stimmung. Man möchte sozusagen sehr schnell weiterkommen. Wir haben auch als letzte Zahl, wie gesagt, in der alten Zahlenreihe die 5, also Jupiter. Und wir kennen hier mit Herrscher von 1 auf Widergraden im vierten Haus, im Wider, dass hier jetzt sich rasant, sehr schnell alles nach innen wendet. Ja? Und nicht nur Jupiter ist im vierten Haus, sondern auch Merkur als Herrscher des 9. Hauses, als Herrscher des 7. Hauses, aber auch als großer Anteil des 9. Hauses, was dann durch Sonne, Herrscher des 9. Hauses, nur bestätigt wird. Und wir sehen auch hier nach wie vor Merkur, Neptun und Sonne in einer schwierigen Halbsumme, und das ist eben diese Täuschungshalbsumme, dass man eben getäuscht wird. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, das Wort Beeinflussung, also das heißt, die Bevölkerung wird nach wie vor getäuscht, und diese Täuschung kommt von ganz oben, aber auch aus dem wilden Westen. Im Westen nichts Neues, kann man in dem Fall sagen. Gut, ich würde sagen, im dritten Teil schauen wir uns dann die neue Zahlenreihe an. Also hier 12, 13, 14, 21, 25 doppelt, daraus die 7 resultierend. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns die Besetzung des 8. Hauses mit Mars und Mond an, der eine ziemlich genaue Opposition zu Pluto bildet und was diesem Horoskop natürlich eine besondere Würze verleiht. Weiter zum dritten Teil. Ende.